Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, die immer grüne Maske, dem ersten DLC. Ja Leute, beim letzten Mal hatten wir die Story vom DLC abgeschlossen. In der Hinsicht gibt es nichts mehr zu tun. Aber Leute, damit ist das DLC ja noch nicht rum. Zum einen gibt es ja noch richtig, richtig viele Pokémon, die wir hier fangen können. Und zum anderen, wo man schon beim Thema Fangen ist, wir müssen noch die drei Gefährten fangen. Also die drei Fieslinge. Und ich habe mich auf der Karte umgeschaut. Ich habe mir schon so gedacht, wo die stehen könnten. Ich dachte mir, die stehen doch bestimmt da, wo man sie auch beim letzten Mal bekämpft hat. Und ich lag richtig. Ich stehe jetzt hier an dem See, wo wir den kleinen Affen bekämpft hatten. Und der steht da hinten tatsächlich genau an derselben Stelle, wo ich ihn beim ersten Mal besiegt habe. Also wir werden die versuchen zu fangen. Vividon habe ich mir schon ins Team geholt, damit ich die zum Schlafen bringen kann. Espinodon steht an erster Stelle für Trugschlag. Ich kann nicht versprechen, wie lange das hier dauert. Aber ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon mal vorwarnen, dass die Pokédex-Einträge heute wahrscheinlich ein bisschen länger sein werden. Weil ich habe so 40 Einträge jetzt hier zwischen den Folgen geholt. Also zwischen der letzten und dieser. Und es kommen zusätzlich ja noch die drei der Gefährten dazu. Das heißt 43 Einträge. Ich werde diese Folge 20 machen. Und es wird noch eine weitere Folge geben, die jetzt nicht bedingt mit dem DSC zu tun hat. Aber etwas, was ich schon sehr lange machen wollte. Was das ist, das seht ihr dann bei der nächsten Folge. Das ist dann eine Spezialfolge, die es auch nur ein einziges Mal so geben wird. Aber nichtsdestotrotz, 20 Pokédex-Einträge kriegt ihr. 5 von meinen beiden Gefährten auf meinen Schultern. 10 von mir. Und ich blende hier jetzt einfach den Zeitstempel ein, damit ihr überspringen könnt. Aber bevor wir instant zum Pokédex springen, es gibt ein Pokémon hier, das man nur auf eine bestimmte Art und Weise bekommt. Dafür habe ich mir ein weiteres Knappfee geholt, weil das ist offenbar DLC-bedingt, dieses Pokémon. Ich habe es jetzt übrigens nicht geheilt, nachdem ich es gefangen hatte. Ich erkläre ganz kurz, wie man das bekommt, bevor wir zu den richtigen Pokédex-Einträgen kommen. Hier unten irgendwo in der Ecke, wartet, ich suche die Ecke. Hier in der Ecke beim Mündungsufer, genau an der Stelle hier, gibt es einen Automaten, an dem man spezielle Äpfel kaufen kann. Die heißen saftige Äpfel, kosten so 500 Poké-Dollar. Und nur so kommt man an diesen glasierten Apfel-Pokémon ran. Ihr werdet sofort sehen, welches Pokémon ich meine. Den habe ich übrigens mitgezählt zu meinen 40 Einträgen. Hier, den saftigen Apfel, den kann man nur dort bekommen. Weil damit löst man hier auch eine Entwicklung aus. Knapfel entwickelt sich. Und wird dann zu Sirapfel. Sirapfel, das Apfelsirup-Pokémon. In Apfel leben die sich gegenseitig helfenden Kopfe und Schwanze. Beim ersten ragt der Kopf heraus, beim zweiten der Schwanz. Das ist ein doppeltes Pokémon? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat direkt Doppelschlag erlernt. Das hatte ich zu diesen 40 Pokémon mitgezählt. Ich wollte euch diese Entwicklung zeigen, weil sie wirklich dieses DLC-bedingt ist. Ich meine nicht, dass es der Apfel vorher gab. Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Und wie gesagt, das Apfel-Item, ich habe euch die Stelle auf der Karte gezeigt. Ich zeige es euch sicherheitshalber nochmal. Ich kann auch am Ende der Folge nochmal dahin gehen, damit ihr seht, was ich meine. Aber hier ist ein Automat an genau dieser Stelle, wo ihr euch diesen saftigen Apfel kaufen könnt. Den könnt ihr nicht finden, den könnt ihr nur kaufen. So, jetzt aber wirklich zu den Pokédex-Einträgen. So, zuallererst habe ich Quapsi für euch, das Kaulquappen-Pokémon. Da sich seine Beine gerade erst herausgebildet haben, kann es noch nicht gut laufen. Es scheint lieber im Wasser zu schwimmen. Dann direkt darauf folgend seine Entwicklung Quapuzzi, das Kaulquappen-Pokémon. Die Haut seines gesamten Körpers ist feucht. Auf der Bauchspirale fühlt sie sich zudem glatt und weich an. Und direkt die letzte Entwicklung. Naja, es gibt noch eine weitere, aber die kriegt ihr in dem anderen Part. Quappo, das Kaulquappen-Pokémon.
Mit Hilfe seiner starken Arme und Beine kann es für den Bruchteil einer Sekunde über Wasser laufen. Ist übrigens einfach lustig, wie die Kaulquappe einfach immer mehr mit jeder Entwicklung am Muskeln zunimmt. Als nächstes haben wir Mabula, das Larven-Pokémon. Er spuckt klebrige Fäden, die es um Äste wickelt, um sich dann mit pendelnden Bewegungen geschickt von Baum zu schwingen. Darauf folgt seine Entwicklung Akub, das Batterie-Pokémon. Ich würde es ja eigentlich eher so als dieses A-cappella-Pokémon ansehen, weil es wie so ein Akkordeon aussieht. Gefressenes Laub verwandelt Akku während der Verdauung in Strom, den ihn es speichert. Über die Spitzen in seinem Kiefer lädt es ihn dann. Und hier trägt die letzte Entwicklung Donarion, das Kneifkäfer-Pokémon. Trägt es einen Akku, wird es von diesem mit Strom versorgt, den es als starke elektromagnetische Strahlen aus seinem großen Kiefer abfeuert. So, als nächstes Miniras, das Schuppentier-Pokémon. Miniras kommunizieren durch das Rasseln ihrer Schuppen miteinander. Herren von ihnen sind sehr laut. Dann die Entwicklung Mediras, auch das Schuppentier-Pokémon. Es spornt sich selbst mit einem Tanz an, bei dem es kraftvoll mit den Schuppen rasselt. Mit einem Schrei signalisiert es den Kampfbeginn. Und zu guter Letzt von meiner Sparte aus Grandiras, Schuppentier-Pokémon. Durch das Rasseln seiner Schuppen stellt es den Mut seiner Gegner auf die Probe. Schwächlinge fürchten sich vor dem Geräusch und fliehen. So, als nächstes ist dann Noadren, euch was vorzulesen. Nicht los, du kleiner süßer Engel. Warum hat Felino nochmal einen zweiten Eintrag? Das ist Felino, das Fisch-Pokémon. Bewegt es sich an Land, bedeckt es seinen gesamten Körper mit einem schleimigen Giftfilm. Hier direkt die Entwicklung von Felino, Morlord, das Fisch-Pokémon. Dieses unbekümmerte Pokémon stößt beim Schwimmen oft mit dem Kopf gegen Felsen im Flussbett oder gegen Schiffsrümpfe. Wie süß ein Affe. Das ist Griffel, das Langschweif-Pokémon. Griffel lebt hoch oben in Baumwipfeln, wo es seinen Schweif geschickt einsetzt. Dieser ist viel beweglicher als seine Hände. Und hier direkt Griffels Entwicklung, Ambidiffel, das Langschweif-Pokémon. Sein Schweif hat sich in zwei gespalten. Es kann so geschickt mit diesen Schweifen umgehen, dass es seine Hände nur noch selten gebraucht. Und als letztes Mampfaxo, das Nimmersatt-Pokémon. Wenn es damit beschäftigt ist, sein Futter hinunterzuschlingen, vergisst es glatt, dass es auch noch Futter unter seinem Fell versteckt hat. So Drim, leg los, du bist dran. Ist ja gut, ich leg da mal los. Das hier ist Seberg, das Fadenwurm-Pokémon. Einige Fischer knüpfen sich aus seinem robusten Faden Netze, mit denen sie dann Fisch-Pokémon fangen. Hier auch direkt die Entwicklung von Weberg. Ah ja, das ist das Langbein-Pokémon. Anstatt sein Netz an einem festen Ort zu spinnen, wandert es nach Einbruch der Dunkelheit auf der Suche nach Beute umher. Als nächstes Yanma, das Libell-Pokémon. Es kann in alle Richtungen sehen, ohne seine großen Augen zu bewegen. So nimmt es Feinde und Beute auf Anhieb wahr. Und als nächstes haben wir Sandern, das Maus-Pokémon. Egal aus welcher Höhe dieses Pokémon fällt, es kann den Sturz abfangen, indem es sich zusammenrollt und vom Boden abprallt. Und als letztes Pokémon für heute die Entwicklung von Sandern. Sandama, das Maus-Pokémon. Seine Stacheln sind erhärtete Haut. Im Kampf rollt es sich zusammen und greift den Gegner mit den Stacheln an. Na dann, Shining, leg los, vernichte die drei Gefährten und gib ihnen die Rache, die sie verdienen. Hey, sorry Leute, ich hatte gerade eben noch mein Headset aus. Also Entschuldigung, dass ihr gerade nicht hören konnte, wie ich sagte. Ich freue mich über Düsaumhang und so weiter. Ich hatte mich auch stumm geschaltet für das andere Zeug hier. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir Binnensaar Honingar ausmachen. Bist du bereit für ein Battle? Du kriegst jetzt deine gerechte Strafe. Du wirst auf ewig mein Sklave. So, wir werden nur Tuchschlag nutzen. Wir wollen es ja fangen, nicht umbringen. Sehr. In zwei Runden kriege ich einen ab. Och, nö. Jetzt seinen Wert gestiegen. Er wird jetzt bestimmt ordentlich Schaden raushauen.
Um Gottes Willen, der wird richtig viel Schaden raushauen. Ich versuch's direkt mal mit dem Hyperball. Ah, hat nicht geklappt. Schau, Espinodon. Ich versuch's jetzt direkt schlafen zu lassen. Und es klappt. Ein Glück. Ich hatte die Angst, dass er jetzt instant eine runterhaut. Ich glaube, Vivillon würde keinen Schlag überleben. Komm, Bärchen, schön. Ja, genau, schlaf weiter. Nicht aufwachen. Du träumst gerade was richtig Schönes, wie du richtig viele Bananen verputzt. Diesen Traum willst du nicht aufgeben. Iss die Bananen. Ja, wir haben ihn. Binnesaru, das lag kein Pokémon. Es spielt mit seinen Feinden, indem es von einem sicheren Ort aus telekinetische Energie ausstrahlt, die starken Schwindel verursacht. Ein Gift-Psycho-Pokémon. Damit haben wir den ersten der drei Gefährten. Ich muss meine Pokémons hochhalten. Ist das jetzt hier eigentlich auch ein Flugplatz? Ja, man muss erst zu den Schildern hingehen. Okay, zurück zum Midoriya und dann auf zum nächsten. Ich mache als nächstes den Bären. Ach Leute, ich halte hier gerade meine Pokémons. Sagt Trister Joy hier auf einmal was Interessantes. Du wirst langsam zu einem richtigen Stammkunden hier, Nice, dann, zum Dank bringe ich dir was bei. Sie hat mir das umgedrehte Peace-Zeichen beigebracht. Okay, wenn ihr hier ab und zu heilt, dann kriegt ihr das umgedrehte Peace-Zeichen als Pose. Könnt ihr euch auch merken. So, jetzt aber wirklich zum Bären. So, der Bär sollte hier eigentlich irgendwo stehen. Ja, da ist er. Ich bin bereit für den Kampf. Svinodon ist ja auch wieder geheilt. Du wirst als nächstes sich meinem Team anschließen. Boninu. Was bist du überhaupt für ein Typus? Ein Giftkampf. Seid ihr alle Gift-Pokémon? Das wird ätzend. Au! Ich muss Espinodon gleich erstmal beleben. So, Espinodon steht wieder. Und kriegt erstmal einen Gift-Hieb ab. So, mit dem nächsten Trugschlag sollte er eigentlich im fangbaren Bereich sein. Und wieder Kraftkoloss. Aber es wird zumindest mit jedem Mal schwächer. Wenn er jetzt wieder auf Kraftkoloss setzt, sollte Vivillon eigentlich eine gute Chance zu überleben haben. Gift-Hieb. Okay, Vivillon überlebt trotzdem sehr gut. So, Schlafpuder. Schlaf ein bisschen, Bärchen. Träum von Honig. Träumen den leckeren Honig. Das kann jetzt wieder eine Weile dauern. Alter, diese Kampfmusik, die ist so mega geil, ne? Ich liebe sie.
Komm schon, Bärchen, geh in deinen Ball. Der ist wunderschön. Da drin riecht nach Honig. Vertrau mir. Oh, Kacke. So gut, dass der seinen Angriff gesenkt hat, im Gegensatz zu dem anderen. Ich kann mal den Traumball versuchen. Der macht schnell, dass bei schlafenden Pokémon leichter gefangen werden kann. Hätte ja klappen können. Damit ist der Traumball weg. Der Simperball wäre auch eine Idee. Der hat ja ein anderes Geschlecht als mein Vivillon. Hat ihn null gejuckt. Schlaf trägt wieder ein. Ich habe genug Äther und Elixiere dabei, um diesen Kampf Stunden vorzuführen. Okay, ich habe zwei spezielle Bälle jetzt verwendet, die für eigentlich gut gewesen wären und die haben nicht funktioniert. Schön, dass wir das geklärt haben. Danke, Spiel. Ball! Rein da! Bleib drin! Geh doch in den blöden Ball rein. Wie kannst du dich schlafend überhaupt wehren? Mann! Das hat jetzt echt lang gedauert. Bonino, das Lakaien-Pokémon. Diesem ungehobelten Pokémon steigt das Blut schnell zu Kopf. Es schwingt die Kette an seinem Hals, um alles zu zerstören. Okay. Auf jeden Fall ein gutes Kampf-Pokémon. Dann fehlt ja jetzt nur noch der Vogel. So Leute, dann fangen wir mal den letzten der drei Gefährten. Den Vogel. Der ist wahrscheinlich auch Gift. Warum sind das eigentlich alles Giftviecher? Beatori. Ach, du warst ein Feen-Pokémon. Deswegen konnte ich das letzte Mal nicht fangen. Ich kann ja mal instant erstmal einen Flottball versuchen. Vielleicht klappt es ja. Es hat sogar zweimal. Meichler, ich habe noch gar nichts gemacht. Mann, warum verwirrst du mich direkt? Ich bin auch so schon genug verwirrt vom Leben. Dein Ernst? Das wird mega anstrengend. Ich hoffe, es hat Ruhe und Ordnung fünfmal. Das hilft mir ehrlich gesagt. Also kriege ich die KP von dir schneller runter. Ich glaube, ich sollte gar nicht erst versuchen, ihn schlafen zu lassen, weil der wird sich sowieso heilen. Zumindest fünfmal sollte er es können. Oh, hat man nicht nur 5 AP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sehe ich das richtig, dass du nur einen einzigen Angriff hast, mit dem du mich angreifst? Und das kein guter ist? Warte, ich versuche dich doch einschlafen zu lassen. Dann wird das hier recht einfach. Abgesehen von der Kacke. Ja, die Flinkklaue bringt mir nicht viel, wenn der mich selbst angreifen lässt. Okay, hat funktioniert. Schlaf.
Aber als ob du keinen Angriff hast. Ein Wunder, dass ich beim ersten Mal so leicht besiegt hatte. Ah, fast. Und es ist aufgewacht. Und Ruheort. Ich muss zu Espinodon wechseln. Ich versuche sie aber erst schlafen zu lassen. Dann habe ich es ein bisschen leichter. Dann ist Espinodon nämlich nicht instant verwirrt. Es ist instant aufgewacht. Das kann man nur als schlechten Witz bezeichnen. Gab es nicht irgendein Item, was komplett verhindert, dass man verwirrt werden kann? Ich muss gleich mal in meine Kampftasche gucken. Ich meine, es gab ein Item, das Verwirrung komplett verhindern kann. Und halt nochmal Ruheort. Ich setze direkt den nächsten Tuchschlag hinterher. Zweimal kannst du es noch nutzen. Och man, alle sehen sie Bilder von Sunny. Einmal kannst du es noch nutzen, zumindest wenn deine AP der Norm entsprechen sollten. Es hat nur Prügler zum Angreifen. Die haben alle die Fähigkeit Giftkette. Du willst also nicht mehrmals treffen. Ich kann es nachvollziehen. Och Mann. Timerball, da ich ja schon 20.000 Pokebälle geworfen habe. Hätte sogar fast funktioniert, so lange geht der Kampf schon. Ich glaube, es sind mindestens jetzt schon 100 Runden zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie viele Pokebälle ich schon geworfen habe. Also bessere Vorlagen kann ich halt nicht bekommen, um es fangen zu können. Mit Hochschlag runterprügeln und mit Schlafpuder einschläfern lassen. Besser könnt ihr es euch eigentlich nicht machen. Und trotzdem, er will halt nicht in den dummen Ball. Oh, jetzt wollte es. Wo ich mich beschwere. Beatori wurde endlich gefangen nach ungefähr 100 Runden. Hätte es sich nicht hochgehalten, wäre es vielleicht sogar ein bisschen schneller gewesen. Beatori, das Lakaien-Pokémon, schlägt es mit seinen anmutigen Flügeln, verteilt es Pheromone, durch die es Menschen und Pokémon seinen Band zieht. Ich hasse dich, du dummes Drecksvieh. Ich habe jetzt so viele Bälle an dir verloren. Aber hey, damit haben wir die drei Gefährten gefangen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es hier noch ein weiteres legendäres Pokémon gibt. Und ja, so extrem spannendes können wir jetzt auf der Karte hier nichts finden. Aber etwas, was ich ja noch machen wollte. Ich wollte euch hier das mit dem Apfel zeigen. Da muss ich jetzt erst einmal hin. So, Leute. Hier ist der saftige Apfel. Den könnte ich euch für 500 das Stück kaufen. 500 das Stück und dann habt ihr den. Und den könnt ihr, wie gesagt, dann dem guten alten Pokémon geben. Ich will jetzt hier in die Trainingstasche gucken. Gab es nicht irgendein Item, was verhindern dann kann, dass man verwirrt wird? Nicht, dass ich jetzt gerade sehe. Übrigens auch noch eine Sache, die ich machen kann. Es gibt diese Fähigkeitenpflaster. Damit kann man
Pokémon seltene Attacken, seltene Attacken, seltene Fähigkeiten beibringen. Und die würde ich gerne unseren Starter-Pokémon tatsächlich geben. Dann können wir nämlich diese Notfähigkeiten jetzt zu viel cooleren Fähigkeiten ändern. Wandlungskunst. Und dann noch bei Skillecrock. Unkenntnis. Die kriegt ihr übrigens, wenn ihr diese schwarzen Viecher vernichtet. Also diese Ultra-Pokémon. Redlichkeit bei Lucario. Und von Bylonda zu Hochmut. Dann gucken wir uns mal an, was die Fähigkeiten machen. Ich hatte vier davon. Ich gucke, dass ich den anderen beiden auch noch was gebe. So, Redlichkeit. Wird das Pokémon von einem Angriff von Typ Unnicht getroffen, er meldet sich sein Sinn für Gerechtigkeit und zu Wort und sein Angriff steigt. Sie siegt das Pokémon, ein anderes Pokémon steigt sein Selbstvertrauen und somit auch sein Angriff. Das Pokémon ignoriert beim Angriff sämtliche Statusveränderungen des Ziels. Das ist geil. Jedes Mal, wenn das Pokémon das Kampffeld betrifft, nimmt es einmalig beim Einsatz einer Attacke deren Typ an. Ja, schon praktisch. Espinodon würde ich das auch noch geben wollen. Ja, Leute, das waren die drei Gefährten-Pokémon. Aber Leute, es gibt noch ein weiteres Pokémon, das wir tatsächlich fangen müssen. Und zwar bei Zone 0. Es gibt noch ein weiteres legendäres Pokémon. Und das würde ich auch gerne heute noch einfangen. Aber vorher heile ich meine Pokémon-Runden nochmal hoch und dann sehen wir uns bei Zone 0. Ganz unten müssen wir dafür hin. So, Leute, jetzt sind wir hier unten bei Zone 0. Wir müssen da einmal runter. Das habe ich zufällig entdeckt, als ich hier nach den Eisen-Pokémon gesucht hatte. Und zwar, ihr seht es da schon auf der Klippe stehen. Das Miraidon von Professor Futurus, oder besser gesagt von der Futurus-KI, der steht auch hier und das kann man auch fangen. Und ich finde, das sollten wir jetzt endlich auch mal tun. Ich mache das extra bei dieser Folge, weil ich jetzt nicht dafür extra noch mal eine Spezialfolge machen will. Deswegen holen wir jetzt auch noch Miraidon. Der Drohnenmotor wirkt. Ich finde, das hier gehört auch irgendwie noch dazu. Deswegen holen wir uns das jetzt heute noch. Wir kriegen zwar keinen Pokédex-Eintrag, aber es ist ein legendäres Pokémon, das gefangen werden will. Nur wahrscheinlich wird das ein bisschen ätzend. Aua. Irgendwas mit nicht sehr effektiv. Los, Lucario. Ich hoffe mal, dass es nicht instant an einem Sternenhieb verreckt. Aua. Okay, tut es nicht. Ich belebe dann jetzt erstmal Espinodon wieder. So, Espinodon, los! Wir müssen noch einen Tuchschlag wirken. Aua. Das war ein Volltreffer. So, und dann versuchen wir dich zu fangen. Ich kann sogar einen Wiederball benutzen, weil ich Miraidon ja so gesehen schon habe. Aber es ist ja nicht dasselbe. Oh, hat instant geklappt.
Damit haben wir nämlich das freilaufende Miraidon auch noch gefangen. Das ging recht schnell. Wir haben es im kompletten Modus gefangen. Oh, mein Miraidon reagiert darauf. Ja, Leute, und damit habe ich alle legendären Pokémon zu diesem Zeitpunkt gefangen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Es wird noch eine Spezialfolge geben und danach ist erstmal Pokémon-Pause, bis das DLC rauskommt. Voraussichtlich erst nächstes Jahr, also so 2024, im März ungefähr, zumindest laut eShop. Aber das letzte DLC, besser gesagt, dieses DLC kam ja auch recht früher, als es eigentlich angekündigt war über den eShop. Also bleiben wir mal offen da mit dem Datum, aber bis dahin seht ihr erstmal kein Pokémon. Aber ich werde nach der nächsten Folge natürlich versuchen, aus dem Kitakami Pokédex auf jeden Fall alle Einträge zu holen. Dass wir da dann auch direkt weiterlegen können. Wer weiß, eventuell kommt ja sogar noch mal ein Pokédex dazu. Jedenfalls, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!